Willkommen bei der Jagd der Legenden-Token. Jawohl, es ist wieder soweit, ein Event der galaktischen Legenden, und zwar ultimative Reise-Event, galaktische Legenden-Event genannt. So, wir jagen heute im Prinzip die galaktischen Legenden mit unseren galaktischen Legenden, um die Token zu sammeln. Ich bin Destiny und ich zeige euch heute, wie es funktioniert. Nach dem Intro, legen wir los! So, also, dann starte ich mal mein Video und dann können wir auch direkt loslegen. So, wir fangen ganz einfach an mit Jedi Meister Kenobi. Wir nehmen mit, standardmäßig, Commander Ahsoka Tano, General Skywalker, General Kenobi und die gute Ahsoka Tano. Das ist Standardteam. Ihr könnt allerdings aber mittlerweile auch wesentlich viele andere Varianten benutzen. Es funktioniert alles. Das Wichtigste, wenn ihr gegen Lord Vader kämpft, ist, schaltet sofort, so schnell wie möglich Lord Vader aus. Das ist das Rezept und das ist relativ easy, muss man sagen. Das ist noch eins der einfachen Kämpfe, muss ich sagen. Also Lord Vader ist kein Problem. Ihr macht einfach euer Special drauf, bis der kleine Lord Vader nach Hause fahren muss. Ticket eingeholt, Busfahrt go. Lord Vader ist dahin. Und dann bedeutet der Rest im Prinzip nichts anderes als schaltet die ganzen anderen Trooper aus. Das ist ein bisschen zäh, weil die halten durchaus viel aus. Aber im Grunde auch kein Problem. Das ist die erste Runde Kenobi. So, wie gesagt, ich schalte jetzt eine nach dem anderen aus. Das dauert manchmal. Okay, erledigt, super. Da sind die ersten 300 Token. So, als nächstes nehmen wir Jabba. Jabba der Hutte. Wir nehmen Bush natürlich mit, Chrysanthemum. Und dann nehmen wir Skiffwächter Lando Calrissian mit. Das sind die vier Charaktere. So. Wenn ihr mit Jabba gegen Jedi-Ritter Luke Skywalker spielt, dann ist die Reihenfolge sozusagen killt als allererstes Jedi-Ritter Luke Skywalker. Und zwar so schnell wie möglich. Die Mods, muss ich natürlich sagen, die sind Standard-Mods, die ich im Prinzip auf allen galaktischen Legenden so drauf habe, wie ich sie drauf habe. So werdet ihr sie im Prinzip auch benutzen. Ihr braucht da gar nichts ummotten. Wie gesagt, ihr müsst euch nur in die Kill-Ordnung halten und dann ist das auch relativ easy. Ach ja, falls ihr mich dann unterstützen möchtet, lasst doch bitte ein Abo da und einen Daumen nach oben. Falls euch nicht gefällt, einen Daumen nach unten. So, der Luke ist dahin und dann ist es eigentlich die Reihenfolge. Wir nehmen Chewbacca als nächstes eigentlich. Dann hauen wir den Chewie so schnell wie möglich noch raus. Wie gesagt, das ist jetzt alles gar kein Hexenwerk. Jabba ist auch relativ easy, muss ich sagen. So, danach nehmt ihr den Skiffwächter Lando, der jetzt auf beiden Seiten kämpft. Ist ja auch ganz cool. So. So, und dann natürlich R2-D2 mit dem Special. Der Rancor macht den Rest sozusagen. Und das war's. Sieg, die nächsten 300 Token eingefahren. Die nehmen wir doch gerne mit. Sehr schön. So, dann nehmen wir den nächsten Kampf mit unserem Imperator des Sith-Ewigen. Da ist die Variante relativ groß, muss ich sagen. Also ihr könnt mehrere Varianten dort spielen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, nehmt Charaktere mit, die Fähigkeitsblockade benutzen, um den Gegner im Prinzip zu blockieren.
Das ist das Wichtigste. Versucht im Prinzip Ray immer zu blockieren und zu betäuben, wenn es funktioniert. Und dann ist das eigentlich auch geritzt. Malak ist natürlich gut, damit die Zähigkeit bei den Ben und bei Ray runterkriegt, so dass wir die Fähigkeitsblockade drauf machen können. Und dann ist es auch eigentlich schon gegessen. Killordnung hier. Allerdings müsst ihr beachten, ihr könnt Ray nicht umnieten, solange Ben noch steht. Deswegen haut Ben um und dann Ray. Natürlich mal beide hin und her ein bisschen, ne? Fähigkeitsblockade und so. Das müsst ihr natürlich machen, aber im Grunde ist es relativ einfach. So, da gibt es im Prinzip auch nicht wirklich Wildes, muss ich sagen. Das ist bisher alles kein Thema. Ihr seht, ihre Legendenfähigkeit ist gerade aufgeladen. Das heißt, sie könnte sie benutzen, deswegen versucht sie zu betäuben und Fähigkeitsblockade immer schön drauf zu machen. So wie ich gerade. Perfekt. So, und dann haut im Prinzip den Ben noch um. So, ich habe hier, wie ihr seht, den Cis-Trupler drin. Ihr könnt aber auch Darth Vader dafür benutzen, ne? Er hat auch Fähigkeitsblockade in sein Set drin. Dementsprechend wäre das auch eine Möglichkeit. Ich habe schon beide Varianten ausprobiert, funktioniert alles beide. Kein Thema. Da müsst ihr euch ehrlich gesagt keine Sorgen machen. Mit dem Cis-Imperator kriegt ihr das locker easy hin. Und dann war es das auch. Sehr schön. Und die nächsten 300 Token eingefahren. Kling, kling. Sehr gut. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Also, der oberste Anführer Kylo Ren. Nimmt mit Kylo Ren, Captain Phasma. Dann nehmen wir noch den ersten First Order Offizier mit. Und natürlich General Hux. So, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. So, am Anfang, wie ihr seht, ist Rey relativ gut dran. Aber das ist alles kein Problem. So, wir müssen Rey betäuben. Bam. So, wenn Rey betäubt ist, dann können wir langsam unser Plan, also den Plan, den wir haben, und der lautet so, Rey so schnell wie möglich zu killen. Das funktioniert aber gar nicht so leicht, glaubt mir. Also ihr müsst diese Varianten, die ich hier gerade zeige, müsst ihr ungefähr auch einhalten. Das geht natürlich nicht immer, weil es sehr RNG-haft ist. Also, aber ihr müsst auf jeden Fall den guten Finn hier rechts betäuben. Und dann immer wieder auf Ray, Ray, Ray. So wie ich es gerade euch zeige. Dann habt ihr das nämlich relativ easy hin. Aber bis ich die Variante heraus habe, habe ich auch viele, viele Versuche gebraucht. Ja, was heißt viele? Ich habe einige Versuche schon gebraucht. So, wenn Kylo Ren jetzt sein Ulti hat, haut ihr im Prinzip Rey raus und den Rest, wie gehabt, einen nach dem anderen raushauen. Und es müssen auch nicht mal eure ganzen Charaktere überleben, ne? Weil es bringt alles noch gar nichts. Wir können dieses Event ja gar nicht simmen. Es wäre so schön, wenn man das simmen könnte, ne? Nein, wir müssen das immer wieder spielen. Das kostet halt Zeit. Und deswegen, ein Kampf idealerweise wäre super. Aber das funktioniert. So, gut. Also, falls bisher euch gefällt, wie ich die Gegner auseinandernehme, lasst mir bitte einen Daumen da. Ich wiederhole mich gerne. Und ein Abo. Es wäre wunderbar, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert. Denn es sind etwa nur 15% aller Zuschauer, die mich gucken, auch mich abonniert haben. Das können wir noch ein bisschen steigern. Kommt, ein bisschen steigern, Abo da lassen und dann sage ich danke. So, die nächste harte Nuss, muss ich sagen, ist natürlich mit Rey gegen Supreme Leader Kylo Ren. So, wir nehmen BBA mit, wir nehmen Training Rey mit, wir nehmen Finn und Poe Resistant mit. Und hier ist es im Grunde, wie
bei den anderen Charakteren davor auch. Ihr müsst den Anführer so schnell wie möglich ausschalten. Und zwar den obersten Führer, Kylo Ren. Das ist gar nicht so leicht. Aber es ist möglich. Ihr müsst natürlich aufpassen, beim obersten Anführer Kylo Ren dürft ihr keine TM, also Zugleisten, Abzug verwenden. Ne? Das dürft ihr bei ihm nicht verwenden, sonst wird er nämlich ganz böse und macht uns relativ schnell platt. Deswegen einfach immer auf den guten Kylo Ren rein und seine ganze Lebensschutz, Energie und Gesundheit abziehen. Das ist natürlich die beste Angriffsvariante, die Rey hat. Ihren Schwert schmeißen. Damit kann man am meisten Schaden machen. Das müsst ihr zweimal benutzen, dann müsste er eigentlich dann auch dahin sein. Und wie gesagt, wenn einige Charaktere von euch dann draufgehen, hey, was soll's, so ist es manchmal. Wie gesagt, es ist ziemlich RNG-haftig, belastet. So, jetzt sind wir erstmal im Schutz. Wir können keinen Schaden bekommen oder nur minimal. Ein Punkt Schaden. Aber ihr müsst aufpassen, dass er halt nicht in den Ulti kommt. Bei mir kam er jetzt leider in den Ulti. Glaube ich. Ja, ich glaube ja, da ist er. Es hat dennoch funktioniert am Ende. Aber wenn ihr das vermeiden könnt, ey, wäre es natürlich super. So, jetzt war es nämlich allerhöchste Eisenbahn, nochmal zu heilen. So, in der nächsten Runde, wenn er jetzt endlich nochmal angegriffen hat, können wir den dann auch relativ gut rausnehmen. So, jetzt steht er da wieder und dann können wir ihn auch direkt rausnehmen. Schmeißen, schmeißen, schmeißen. Zack! Und weg ist er. Sehr schön. Hat gut funktioniert. So, jetzt heißt es im Prinzip, die restlichen Figuren nochmal rauszunehmen. Na, wir fangen natürlich mit General Hux an. Zack. Und dann die restlichen Peoples. Und das war's. Ah, wie gesagt, aber die zwei sind gar nicht so einfach. Es gibt noch ein Gefecht, was ich noch schwieriger fand, ehrlich gesagt. Und das ist die gute Leia Organa. Funktioniert im Grunde auch immer, aber ich habe es versucht, allen Charakteren nach Hause zu fahren sozusagen, aber hat nicht funktioniert. Leider hat das nicht so gut funktioniert. Ich glaube, einmal habe ich es geschafft, aber meistens schaffe ich es nicht. So, also, hier ist es natürlich klar, Eden muss raus, die gute Eden. Danach der Todestrupler und danach die anderen Banausen. Ihr werdet es schwer haben. Also ich habe diese Kombination an Team Leia, Han Solo, R2-D2, Captain Rex und natürlich Drogan hier. Das ist sozusagen die Variante, die ich benutzt habe und die hat auch super funktioniert. So, wie gesagt, versucht ihn so schnell wie möglich rauszukriegen. Das ist natürlich einfacher, wenn der Küstentrupler nicht mehr da ist, keine Frage. Ich habe es aber auch schon die Variante gehabt, wo der Küstentrupler noch da war, wo er im Prinzip nicht provoziert hat, sondern betäubt war oder wie auch immer. Aber so. So, wenn sie raus ist, dann ist das schon fast gegessen. Holt den Todestrupler noch raus. Bam. Tschüss. So, und dann noch die anderen zwei. Und das war's. Aber es ist gar nicht so leicht. Aber wie gesagt, ich möchte, dass ihr nur ein Gefecht natürlich verwendet für das ganze Event, damit es so schnell wie möglich halt vorbei ist. Ne? Wie gesagt, simmen, simmen, simmen. Also, CG, wie wär's mal mit einer Sim-Leiste? Das wäre wunderbar. So, gut. Als nächstes haben wir den guten Jedi-Meister Luke Skywalker.
gegen Kylo Ren. Das natürlich auch in tausendfacher Varianten gespielt werden kann mittlerweile. Ich habe jetzt mal die Variante genommen, die eigentlich jeder von euch, die hier dabei sind, diese Charaktere haben. Ne? Also Yoda, Revan, Hoda und Luke. Zweifach Luke. Ha. Nein, Jedi Ritter Luke. So, ihr könnt aber natürlich mittlerweile auch Cal Kestien nehmen. Der ist auch wunderbar dafür geeignet. So, wie ist der Plan? Der Plan ist auch wieder ganz easy. Zuerst muss der gute Supreme Leader Kylo Ren raus. So, aber damit ihr an den Rand kommt, braucht ihr den guten Jedi Ritter Luke. Denn die anderen People da hinten, ne, die drei, die provozieren ziemlich oft. Das heißt, er muss mit seinem Basic das Provozieren der anderen Kollegen da mal wegmachen. Und dann könnt ihr relativ zügig an den obersten Anführer Kylo Ren ran und ihn raushauen. Das ist der Plan. Und der funktioniert auch. So. Gleich haben wir ihn raus. Ja, noch ein bisschen Tilt. Ja, manchmal schafft das der Yoda auch, ihn zu betäuben. Dann ist es noch einfacher. Hat in dem Fall gerade nicht funktioniert, aber macht nichts. So, gut. Jetzt ist er raus und jetzt läuft das wieder automatisch. Zack, zack. Wir killen die anderen noch. Wir fangen mit General Hux natürlich schon wieder an. Keine Frage. Und dann könnt ihr im Prinzip auch auf Basic drücken jetzt. Also nach Hux, wenn Hux raus ist, könnt ihr auf Basic drücken, auf Automatik drücken und dann läuft das auch automatisch. So sieht's aus. So, also wie gesagt, falls euch gefallen hat, Daumen! Und bitte lasst mal ein Abo da, ja? Wie gesagt, nur 15% meiner Zuschauer haben bisher ein Abo da gelassen. Es geht also ein bisschen weiter. Also lasst bitte ein Abo da und dann sehen wir uns. So, das war's. Mehr habe ich eigentlich leider auch nicht zu bieten, weil, ja, also 300 Token nehmen wir natürlich mit. Keine Frage. Einer fehlt. Ja, genau, Lord Vader. Der gute Lord Vader ist leider noch nicht in mein Deck. Und das, was ich aber bisher auf YouTube gesehen habe, Lord Vader, hey, kein Problem. Der macht das easy. Also, wenn ich ihn habe, kommt natürlich noch ein neues Video darüber, keine Frage. Aber ich habe noch nicht. Es dauert noch einfach zwei Monate, denke ich mal. Weil das sind ja dauernd irgendwelche anderen Projekte, ne? Momentan sind zum Beispiel die Gungans, ja, mit Boss Nass und so. Und Jaja Binks, ja, steht total auf Jaja Binks. Okay, macht nix. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Desti, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns.